Wenn ihr denkt, der weiß genau, was er tut, weiß er nicht. Das ist doch das Spannende. Ich weiß es doch nicht. Liebe Maler, liebe Artist-Traveler, liebe Malferienschüler von Gerd Ruhland, heute gehen wir einen Schritt weiter und machen Öl. Öl ist für mich das Faszinierendste, was es gibt, weil Öl ist unheimlich einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und das möchte ich heute mit einem neuen kleinen Clip zeigen. Also wie gesagt, heute wollen wir es mal ein bisschen laufen lassen. Und Aufgabe ist, oder wie Chopra sagen würde, gezielte Absicht, dieses Bild hier zu übertragen auf diese Leinwand. Das ist Aquarell, das soll Öl werden, das war Wasser. Das ist Terpentin. Es gibt Terpentin von allen möglichen Firmen heute geruchlos. So, jetzt sehen wir mal zu, ob wir diese Leinwand nicht mit ein bisschen, und das ist wichtig, was ich jetzt sage, mit wirklich verdünnter Farbe. Wenn man nicht das Zimmer neu renovieren will mit so einem Ding, kann man auch ein bisschen abhängen, was ich gemacht habe. Und sagen, wir ziehen uns jetzt hier mal so ein bisschen Farbe hier runter. Ne? Da oben ist ein bisschen gelb, da ist auch noch ein bisschen gelb. Nochmal, ich habe gesagt, wir wollen es laufen lassen. Ich will nicht malen. Ich will, dass die Schwerkraft für mich malt. Und ich will es nur laufen lassen. So, da kann ich noch ein bisschen Gelb gebrauchen. Man kann es vielleicht sehen, da unten und da kann ich gleich was hinmachen. Es wird gleich sowieso drunter und drüber gehen. Ihr merkt das an diesem Gerät, was ich benutze. Hier ungefähr, schätze mal, hier so soll das Haus hin. Lege ich mal so kurz an. Das ist jetzt so nass gewesen, was ich gut finde, dass es etwas läuft. Ich denke, wir müssen es etwas trocknen lassen. Oder ich versuche, mit einem trockenen Pinsel etwas Feuchtigkeit wegzunehmen, damit ich relativ zeitnah weitermalen kann. Nächster Pinsel, nächste Farbe. An Bäumen. Hier ist dunkel irgendwo. Da ist dunkel. Hier ist dunkel. Dunkel heißt in diesem Fall blau. Ich möchte nicht die Details abmalen. Ich möchte das Prinzip abmalen. Oh, es tropft da runter. Katastrophe. Für die Erbsenzähler aber nur. Katastrophe für alle anderen. Spannend, was da noch ist. Hier soll ein Haus hin. Das soll bis hier rüber gehen. Hier ist das Haus so, da so. Dazwischen ist ganz schön dunkel. Ich habe hier noch ein bisschen Schwarz dazu, damit es noch dunkler wird hier. Noch dunkler. Was ich jetzt hier habe, ist ein Spray. Guck mir das nochmal an. Mach eine Probe. Es wird sich auflösen, aber jetzt kann ich durchaus etwas für Farbe nehmen. Es ist schon etwas weiter gelaufen in der kurzen Zeit jetzt hier. Es gibt interessante Strukturen. Wenn man da ranfährt, glaube ich, wird man das sehen, weil das Terpentin, reines Terpentinersatz, relativ aggressiv ist gegenüber der Fläche jetzt hier, gibt es diese harten Geschichten. Ich will das noch viel stärker haben, darum mache ich noch mehr etwas Farbe drauf jetzt hier. Und jetzt sprühen wir das Ganze etwas an. Vielleicht sogar etwas in das Gelb hinein. Es ist Abenteuer, ich weiß nicht, was passiert. Wenn ihr denkt, der weiß genau, was er tut, weiß er nicht. Das ist doch das Spannende. Ich weiß es doch nicht. Also, leer machen, irgendwo so eine Nivea-Dose und dann Terpentin einfüllen, Terpentinersatz, damit man dann diese Effekte kriegen kann. Es malt sich selber. Das Thema dabei. Es malt sich selber. Wie schön. Aber ihr wollt sehen, wie es weitergeht. Ihr seid neugierig. Normalerweise würde ich mich jetzt eine halbe Stunde hinsetzen, einfach nur zugucken, was da passiert. Für euch mache ich jetzt weiter und sage, Mensch, die Häuser, die müssen ja nicht ganz so dunkel sein vielleicht. Ganz weggelaufen, das ist die Kiste hier. Das ist jetzt das Tolle bei Öl. Bei Acryl könnte ich jetzt nur dick weiß drauf machen, irgendwas. Bei Öl kann ich sagen, hier kommt die Wand hell hin. Okay, ziehen wir da nochmal ein bisschen die Farbe raus. So, eigentlich ist der künstlerische Prozess der, dass man sich entscheidet, was lasse ich zu, was lasse ich laufen
und wo greife ich ein? Und das ist eine ganz subtile und eine ganz schöne Sache. Wie wenig habe ich hier bewusst gemalt? Und wie locker. So, und jetzt mache ich eins, ich ziehe mir mit so einem Breitpinsel diese Farben einfach senkrecht runter und nachher waagerecht, damit eine Wasserassoziation entsteht. Also, senkrecht runter, senkrecht runter. Bei der ganzen Aktion, die ich bis jetzt gemacht habe, ist nicht ein bisschen Weiß dabei gewesen. Das Weiß würde jetzt decken. Was ich jetzt mache, ist einfach immer nur das Rausnehmen, und die Helligkeit, die durchkommt, ist die vom Untergrund. Mein Spachtel, der hat auch noch mal so, der bringt auch so Strukturen rein, die alles andere aussehen als mit Krampf gemalt. Ich möchte euch empfehlen, nicht zu fett zu malen. Die Leute sagen Öleschmiererei, die malen fett. Ich bin hier in so einem hauchdünnen Farbbereich. Generell ein Tipp eben, wenn ihr Material kauft, es gibt diesen Satz, ich kann mir nicht leisten, was Billiges zu kaufen. Kauft euch gutes Material, weil die Arbeitszeit und alles steht in keinem Verhältnis nachher, um irgendwo mal ein, zwei Euro zu sparen. Was ich eben nicht gemacht hatte, aber das wäre bei Acryl tödlich gewesen, kann ich aber bei Öl jetzt noch machen, ist, dass ich sage, unten muss ich eine waagerechte Struktur reinziehen. Ist vielleicht gar nicht schlimm, dass es ein bisschen angezogen hat. Also ziehe ich mir jetzt mal hier mit dem Pinsel. Und ich fange unten an, weil die Auflösung unten stärker ist als oben. Das Objekt spiegelt sich am ersten Teil intensiver und nachher aufgelöster. Jetzt weniger Terpentin, weniger Auflösung. Jetzt mache ich hier ein bisschen rötliche Farbe rein. Ganz dünn. Ganz dünn. Sieht unmöglich aus. Aber diese dünne Farbe hilft mir hoffentlich gleich, wenn ich da jetzt etwas Dickeres in Orange draufsetze. Orange auf dieses dunklere Rot steht, wie man sagt, viel besser, als wenn nur das stehen würde auf dem Weißen. Ich brauche, um Licht zu machen bei Öl, hell auf dunkel. Das heißt, macht dann auch wieder ein bisschen Orange, auch hierhin, dahin. Okay, jetzt auch das muss ein bisschen wärmer, mache ich ein bisschen Orange mal dahin, auch da nochmal. Seid vorsichtig bei Öl mit dem Fett, mit dem Weiß, weil sonst ist Öl wirklich eine Schmiererei. Das reicht hier, um so eine ganze Wand anzutönen. Fast schon zu viel. Diese Pigmente, fast zu viel für, seht ihr, zu viel für diese Wand. Unglaublich. Hier ziehen wir es nochmal rein. Ruhig hier ein bisschen Schmutz. Ich will doch gar nicht so. Das ganz saubere ist furchtbar. Für mich. Man kann es mal üben, ganz sauber, kann nicht schaden, aber nachher möchte ich doch irgendwelche Strukturen drin haben. Muss doch was passieren, auch wenn es hier läuft, ist doch okay für mich. Eingangstür irgendwo nicht so groß, war fast zu groß, weil das ist ein Maßstab. Je kleiner die Tür ist, desto größer das Haus. Da mache ich es ein bisschen dunkler nochmal, mit ein bisschen Anteil von Rot, und das könnte das Bild noch vertragen hier. Dann nochmal ein Fenster vielleicht. Sieht, ich mache mit einem Pinsel diese ganzen Sachen, indem ich den Pinsel immer zwischendurch abwische. Machen wir uns hier eine Kante rein. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist ein gerader Strich. Generell bei Malerei. Macht keine geraden, durchgehenden Striche. Ein bisschen zittern. Irgendwas wächst da dran. Der Schimmel wächst hoch, gerade wenn Häuser im Wasser stehen. Irgendwas ist da. Da ist da vielleicht noch eine Pflanze davor. Keine Ahnung. Irgendwas passiert hier. Und was ich bei dem Aquarell ganz schön finde, außen ganz links ist eine dunkle Kante nochmal. Und die finde ich gut, ein Stück höher als das vielleicht in dem Bereich hier. Dunkle Kante, machen wir irgendwas hin. Und man nennt das, was ich jetzt hier mache, in der Komposition einen Kontrapunkt. Das Bild braucht diese, sonst fällt das hier einfach nur ab. Es braucht diesen Kontrapunkt. Hier will ich noch mehr Tiefe reinbringen. Vielleicht ganz clever, was ich jetzt mache, weil auch dadurch hört vielleicht das mit dem Nachlaufen etwas besser auf. Also Dunkelheit, die hier massiv auch ist, die kann ich mir hier reinbauen. Ziehe das von oben, von unten nach oben. Auch wenn ich da mal aus Versehen reinkomme, ist gar nicht schlimm. Lebt damit, dass ihr was macht, was ihr nicht wollt, und macht es nicht sofort weg, weil manchmal ist das, was zufällig passiert, ohne dass ihr es wolltet, genauso gut, wenn nicht besser, als das, was ihr wolltet.
Auch hier ziehe ich mir nochmal die Dunkelheiten rein. Die Dunkelheiten rein. Da ein bisschen rötlicher. Das ist Öl hauchdünn. Und ich würde jetzt noch mal einmal eine Kante drüber setzen. Vielleicht sogar mit ein bisschen Anteil von einer fremden Farbe hier, aber dann würde ich sagen, ruhig die Finger davon lassen. Darf nicht zu kitschig werden, da muss man es ein bisschen wegziehen nochmal hier, diesen Effekt. Es macht Spaß, wenn die Schwerkraft die Hälfte der Arbeit übernimmt. Und in dem Sinne, lass den Pinsel nicht trocken werden und keep on painting.